der denn eigentlich Kommentare auf dem Kanal der Sports Betting Academy gelöscht? Das werden wir uns in diesem Video sehr ausführlich anschauen und uns über dieses Thema unterhalten. Ja, herzlich willkommen zu einem Video von der Sports Betting Academy. Mein Name ist Daniel Winterholzinger, der Gründer von der Sports Betting Academy. Und ich betreibe einen YouTube-Kanal schon seit über 10 Jahren und versuche hier mit über 570 Videos die unterschiedlichsten Bereiche des Sportwettens zu erklären, zu zeigen. Und meine Aufgabe ist es, hier Fachwissen zu vermitteln, das es so sonst in der Form nirgends gibt. Und vor allem so ehrlich und transparent wie nur irgendwie möglich. Und jetzt muss man mal verstehen, bevor wir jetzt auf das Thema Kommentare löschen eingehen, dass im Endeffekt der YouTube-Kanal, ich der Ersteller bin und ich der Creator bin. Und jedes einzelne Video, was du auf meinem Kanal siehst, ist wie zum Beispiel von einem riesengroßen Haus ein Zimmer, wo du im Endeffekt dementsprechend zu den einzelnen Themenpunkten Fachwissen bekommst und du dir das anschauen kannst. Das heißt, du bist bei mir zu Gast. Du bist auf meinem YouTube-Kanal zu Gast. Und ich habe hier gewisse Voraussetzungen und ich erwarte mir hier auch ein Benehmen von meinen Zusehern, die zu mir zu Gast sind. Und das erwartet man sich von jedem. Das heißt, wenn du heute jemanden zu dir privat nach Hause einlädst, lässt du doch auch nicht jemanden auf deinen Teppich scheißen. Weil es gibt dann andere Leute, die was dann ebenfalls das Video anschauen wollen und müssen dann um diese Scheiße herumgehen. Und wenn jemand der Meinung ist, dass er hier beleidigend ist, ein Hate schreiben muss, Kritik ausübt, ja, die was im Endeffekt keine Kritik ist, weil viele verstehen nicht einmal, was eine Kritik ist. Ja, das ist also ein schmaler Grat, das ist ein schmaler Übergang zwischen Hate oder Unwahrheiten zu behaupten. All diese Dinge sind störend. Und ich lege zum Beispiel sehr, sehr, sehr großen Wert auf ein gutes Miteinander hier auf diesem Kanal. Und darum mache ich jetzt auch das Video, weil ich wurde gefragt, ob Kommentare gelöscht werden bei der Sports Betting Academy. Und die Antwort lautet hier klipp und klar, ja, natürlich. Weil ich eben hier eine gewisse Qualität aufrechterhalten möchte. Und du musst verstehen, wenn ich ein Video produziere, dann fließt hier sehr viel Liebe, Energie in dieses Thema rein. Und nachdem du selber kein Creator bist, kannst du das nicht nachvollziehen. Du glaubst, dass YouTube dir gehört, so ist es aber nicht. Du glaubst, dass du hier, nur weil du vielleicht gewisse Dinge nicht in dein Leben auf die Reihe bringst, dann andere hier auf dein Level runterziehen möchtest. Das akzeptiere und dulde ich nicht. Das akzeptiert niemand. Vor allem auch zum Beispiel, was hat es denn für Vorfälle gegeben? Gehen wir mal hier in die Geschichte rein. Es hat früher mal, oder gibt es ja auch immer jetzt noch, wo ich zum Beispiel euch Scheine zeige, die was ich spiele. Wo ich mir die Mühe tue, dass ich die Wettscheine spiele, dass ich die Quoten raussuche, dass ich euch daran teilhaben lasse. Und dann gibt es ein paar Lustige, die meinen, oh, das ist ja alles Fake. Die Scheine hat es nie gegeben. So eine Leute brauche ich nicht auf meinem Kanal. Du störst mit sowas. Weil es eine Unwahrheit ist, zum Beispiel. Weil du meinst jetzt, du musst mich damit provozieren. Weil du meinst, ich habe den Schein jetzt nicht bekommen, ich bin neidisch auf das, dass du den bekommen hast. Es kann viele Gründe geben, wie Menschen agieren auf Videos. Andere wiederum, die verstehen, dass das halt möglich ist, wollen diese Informationen lernen. Die fühlen sich inspiriert dadurch, dass es noch Möglichkeiten gibt, wie diese zum Beispiel. Und denen helfe ich auch und denen zeige ich das Ganze auch. Das nächste große Thema ist auch zu verstehen, dass ich eine Bildungsplattform bin und dass ich neue Maßstäbe setze im Zusammenhang mit dem Sportwetten. Und wenn ich zum Beispiel dann so Kommentare höre oder sehe, wenn ich zum Beispiel so Beispiele bringe wie das Martingal-Spiel ist ein sicherer finanzieller Tod. Und dann gibt es Kommentare darunter wie, das stimmt nicht, das ist nicht so,
Und die Herrschaften dann, ich auffordere, sage, okay, bitte, mach einen YouTube-Kanal auf und beweise das Gegenteil. Dann machen diese Herrschaften einen YouTube-Kanal auf, genau für 10 Videos, wo sie dann genau ihren finanziellen, desasterischen Untergang protokollieren und genau das zeigen. Und es ist auch meine Pflicht, dass ich im Endeffekt meine Zuseher vor solchen Aussagen schütze. Denn wenn einer ein Problem hat mit meiner Meinung, mit meiner Wahrnehmung, wie ich Sportwetten betreibe, bitte, dann mach einen eigenen YouTube-Kanal auf, setz dich hin, produziere Videos und mache es anders. Erklär es den Leuten, wie du es meinst. Aber solange du bei mir zu Gast bist und ich mir Gedanken darüber mache, über jedes einzelne Video, gibt es auch hier meine Kriterien, die was die Community-Richtlinien betrifft. Und diese Kriterien siehst du dann auch jedes Mal, wenn du einen Kommentar schreibst. Wie ist eigentlich der Ablauf im Zusammenhang mit einer Kritik? Eine Kritik wird zum Beispiel von meiner Seite nur dann zugelassen, wenn sie berechtigt ist. Wenn sie den Qualitätsstandards der Sports Betting Academy betreffen. Ich akzeptiere keine Kritik von teilnehmenden Zusehern, die im Endeffekt Sportwetten falsch darstellen und meinen, dass die Herangehensweise, wie ich sie präsentiere, nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das hat nichts mit einer Kritik zu tun, sondern es hat mit der Unwissenheit zu tun zu dieser Wettindustrie. Und das hat bei mir nichts verloren. Wenn einer eine andere Meinung hat, bitte mach einen eigenen YouTube-Kanal auf, zeig den Leuten, wie das dort funktioniert, wie du das meinst, aber nicht auf meinem Kanal. Das hat nichts bei mir verloren. Wie ist eigentlich der Ablauf, wenn jemand zum Beispiel bei mir einen Kommentar schreibt? Im ersten Schritt einmal wird jedes Kommentar geprüft. Es gibt gewisse User, die können Kommentare schreiben, das geht einfach durch. Da gibt es keine Prüfung seitens YouTube oder von mir. Jeder, der was einen Kommentar schreibt, wird von mir manuell durchgelesen und geprüft. Wenn das Kommentar sinnvoll ist, sinngemäß zu diesem Thema passt, dazu passt, so dass andere einen Mehrwert daraus mitnehmen können, dann wird dieses Kommentar auch zugelassen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Fehler gemacht habe, wenn wir vom Thema Punkt Kritik sprechen, und ich mich irgendwo versprochen habe oder irgendwas falsch ausgerechnet habe oder es sinngemäß zu diesem Thema passt, wird auch dieses Kommentar natürlich zugelassen. Und es wird auch von mir dann ein Dankeschön darunter geschrieben, dass ich etwas verändern soll. Wenn jetzt aber zum Beispiel Teilnehmer hergehen und sagen, ich beleidige dich, ich hate dich, ich bin neidisch auf dich, was auch immer, diese Kommentare werden gelöscht und der User selbst wird gesperrt für ein ganzes Jahr. Das bedeutet, es gibt dann so eine genannte Blacklist, wo dann im Endeffekt diese Teilnehmer auf dieser Blacklist dann zumindest für ein Jahr sind. Nach einem Jahr wird dieser Username wieder aus dieser Blacklist gelöscht, um zu sehen, ob sich etwas verändert hat. Das heißt, man kann dann wieder schreiben und ich werde das wieder überprüfen und dann dementsprechend, wenn das dann wieder genau auf das gleiche Schema ist, wirst du wieder gesperrt für ein ganzes Jahr. Und es kann natürlich sein, dass du zum Beispiel gesperrt wurdest auf meinem Kanal und jetzt versuchst du etwas zu schreiben. Dieses Kommentar wird eigentlich nie angezeigt, weder in der Prüfung noch sonst irgendwo. Deswegen findest du oder siehst du diese Kommentare auch nirgends. Aber der Grund liegt eben daran, dass ich eben hier versuche, einen seriösen, freundlichen Umgangston auf meinem Kanal beizubehalten, wo wir einfach uns austauschen können, wo ich auch Hilfestellungen gebe und wo man sich auch wohl fühlt. Das ist auch so ein Thema. Wenn man dann unterhalb in den Kommentaren dann teilweise liest, was die Leute so schreiben und jetzt da belästigst du im Endeffekt nicht nur mich mit dem, sondern du belästigst jeden meiner anderen Kunden genauso. Weil die lesen sich ja dann dieses Kommentar durch. Und auch die, die was etwas besser im Sportwetten sind, wissen genau, dass das, was du jetzt hier geschrieben hast, erstens entweder beleidigend ist, ein Hate ist oder nicht der Wirklichkeit entspricht. Und deswegen werden diese Kommentare gelöscht. Und regelmäßig gelöscht. Es werden aber auch Kommentare von mir in der Regel immer beantwortet. Also es gibt ganz, ganz wenige Kommentare, wo ich eben keine Antwort schreibe. Das heißt, ich lese mir auch jedes Kommentar durch und wird auch von mir beantwortet. Was zum Beispiel auch gesperrt wird, sind zum Beispiel jeglicher Link.
Ja, zum Beispiel zu anderen Gruppen, zu irgendwelchen Produkten. Bitte mach einen eigenen YouTube-Kanal auf und mach das selber. Nicht auf meinem Kanal. Ich bin hier nicht ein Forum, wo jeder schreiben kann, was er jetzt gerade für eine Meinung hat. Na? Ich bin eine Bildungsplattform und eine Bildungsplattform versucht hier seit vielen Jahren einen qualitativ hochwertigen Content zu liefern, dass es eben vielen Menschen hilft, diese Industrie schlagen zu können. Und dass halt das Sportwetten grundsätzlich so ein raues Thema ist, mit sehr viel Emotionen dahinter, weil eben viele mit dieser Materie ins Minus geraten. Das ist klar, dass das im Endeffekt immer auf Widerstand stoßen wird. Und dass dann nachher Leute herkommen und sagen, mit Sportwetten kann man keinen Erfolg haben. Die haben sich nie den Inhalt von mir angeschaut. Die haben nie eine Ausbildung von mir gemacht. Die haben keinen Zusammenhang. Aber Hauptsache, man kann einen Kommentar schreiben und irgendeinen Blödsinn schreiben, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Und ja, jetzt wollte ich ja mal über das Thema sehr ausführlich sprechen. Jetzt hast du auch hier ein Video von über 11 Minuten. Wie das bei mir hier im Hintergrund abläuft. Es gibt zum Beispiel dann auch bei YouTube die Möglichkeit, dass man gewisse Wörter grundsätzlich sperrt. Das sind so Schimpfwörter zum Beispiel, die was umgangssprachlich auch immer wieder zum Beispiel in meinen Kommentaren vorkommen. Die werden dann in diese Liste, das sind sogenannte Tags, die werden dort immer wieder eingepflegt. Und sobald du eben eines von diesen Wörtern schreibst, wird schon automatisch einmal nicht das Kommentar zugelassen. Das kriege ich nicht einmal in der Prüfung. Ja, zum Beispiel, was könnten so Wörter sein wie eben alle erdenklichen Schimpfwörter, was da einfallen. Ja, und deswegen ist es eben für mich wichtig, dass wir eben hier, wie gesagt, einen von der Kommunikation her auch einen qualitativ hochwertigen Kommentarbereich haben, wo Leute, wenn sie sich die Kommentare durchlesen, auch hier wohlfühlen und hier nicht ärgern müssen über diese Kommentare und hier wertvolle Lebenszeit verloren geht. Auf der einen Seite für den, der was das lesen muss und für denjenigen, der was die Videos auch zum Beispiel erstellt oder solche Kommentare zu schreiben, die was im Endeffekt der Meinung sind, man kann jetzt da dadurch irgendwie beeinflussen, dass ich darüber keine Videos mehr mache oder so irgendwas. Ja, das ist ein Schwachsinn. Ja, und das ist eben eigentlich der Grund, weil je größer dein Kanal wird, wenn du auf YouTube unterwegs bist, je mehr Menschen dich kennen, umso logischer ist es auch, dass du halt dann dementsprechend Personen anziehst, die eben hier mal gegen dich schießen. Und ist okay, ihr könnt gegen mich schießen, aber ihr müsst halt damit auch rechnen, dass ich euch dann dementsprechend hier keine Kommentare einblende und zulasse. Und das ist auch gut so, dass das YouTube hier ermöglicht. Und in diesem Sinne hoffe ich jetzt auch diese Frage beantwortet zu haben. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, das freundlich ist, ja, das was wirklich anderen Leuten hilft, ja bitte, dann nutzt die Kommentarfunktion darunter. Und ja, wenn du sonst noch Fragen hast, du kannst es mir auch gerne per E-Mail schreiben. Weil das ist einmal so ein Thema. Du kannst es mir per E-Mail schreiben oder diese ganzen Kommentare, was teilweise Leute schreiben. Stell dir einmal die Frage, würdest du mir das, wenn wir auf dem Tisch jetzt sitzen, hier gegenüber, und wir ein Bier trinken, würdest du mir das so ins Gesicht sagen, was du hier als Kommentar schreibst? Und zu 99% wirst du das so niemals live mir gegenüber sagen. Und du glaubst halt jetzt, dass du auf Social Media, weil du anonym bist, hier solche Kommentare raushängen kannst in gewisser Weise. Na? Und das wird einfach von mir nicht akzeptiert und toleriert, weil es einfach mein Kanal ist. Ich mir hier für euch das hier aufbaue und eben hier meine Community-Richtlinien existieren. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.